Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Wer die Instagram-Accounts von den Rappern Fero47 sowie auch den Rapper Mero und Enno beobachtet hat, der wird wahrscheinlich gemerkt haben, oh shit, beide befinden sich in demselben Land, ja. Also die beiden sind derzeit in Urlaubsfeeling, ja. Also derzeit ist, glaube ich, jeder im Urlaub. Also der jetzt im Moment nicht im Urlaub ist, der hat natürlich, also ich bin natürlich gerade auch in Spanien und bin mir gerade ein schönes Cocktailgläschen, meine lieben Freunde. Natürlich nicht, ich bin natürlich zu Hause und nehme gerade wieder eine Rap-Talk-Folge auf, meine lieben Freunde. Ja, so muss es sein, meine lieben Freunde. Immer am Ballen, immer am Arbeiten. Vor vielen Monaten, als die beiden Rapper rauskamen, Fero sowie Mero, sowie Cero, Sevo, Mero, Lero, Zero, Ferrero Küsschen, Knoppers, Stork, Dickmanns. Die Rapper Fero47 sowie Mero sowie Cero El Mero haben nach eigenen Angaben nie was miteinander zu tun gehabt. Ja, das haben sie anfangs so erzählt oder besser gesagt den Leuten so verklickert. Ja, damit da nicht irgendwie so ein Fero, Mero, Zero, Lero, Dero, Fero Krankheit dadurch entstanden ist. Ja, nicht, dass sie sagen, ihr geht alle zusammen und so. Der Cero hat am Ende doch noch bei AON unterschrieben, so wie Mero auch schon bei AON unterschrieben hat, meine lieben Freunde. Ja, also es war natürlich ein riesiges Drumrum. Oh mein Gott, jetzt ist der Mero bei AON. Oh mein Gott, jetzt ist der Cero auch bei AON. Oh mein Gott. Was ist mit Fero? Wo ist der? Ist der nicht bei AON? Die Leute waren sich natürlich nicht sicher, okay, die haben wirklich nichts miteinander zu tun oder sind die jetzt doch miteinander? Am Ende kam es natürlich doch dazu und ich glaube, es wird uns in den nächsten, das ist natürlich jetzt gerade Spekulation, ja, nicht, dass er jetzt wieder irgendein Hater da unten schreibt, du Lügner, bla bla bla, ja, also das ist wirklich nur meine reine Spekulation, dass es da in den nächsten Monaten eventuell einen Track gemeinsam geben wird. Ja, also Fero 47 mit Mero zusammen auf einem Track, so wie auch Cero El Mero Ferrero. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall so zukommen. Ob sich die Rapper Mero sowie Fero, oh, ich komme jetzt so durcheinander mit diesen Eros, ob sich die beiden Rapper in Pristina irgendwo getroffen haben in Albanien, das kann natürlich auch niemand bestätigen. Man kann sie auf jeden Fall auf Instagram verfolgen. Ob das wirklich so ist, ist natürlich auch Spekulation. Und ja, ich habe das auf jeden Fall analysiert. Ich bin ja euer Analytiker, meine lieben Freunde. Also ihr könnt das auch gerne analysieren. Checkt mal ab. Also bei mir ist alles abcheckbar. Und dann wisst ihr auch Bescheid. Ich wünsche euch was, meine lieben Freunde. Lasst mir ein Abonnement da. Lasst mir ein Gefällt mir da. Und wenn ihr keinen Bock habt auf diesen Kanal, könnt ihr euch gerne verpissen. Also abonniert und... Ciao, ciao.